Der FC Blau-Weiß Linz musste sich Sonntag früh bei den FC Juniors OÖ trotz 2:0 Führung noch mit 2:3 geschlagen geben. Dabei waren die Fans nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über den Empfang in der TGW Arena erbost. Wie die OÖN berichten, hatten die Last Juniors lediglich zwei Kassen für die Partie geöffnet. Bereits eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff bildeten sich lange Warteschlangen. Zum Anpfiff sollen bis zu 400 Gästefans immer noch angestanden sein. Erst mit Beginn der zweiten Halbzeit fanden alle Anhänger letztlich einen Platz. Wir dürfen unsere Gäste bitten, sich für die nächsten Heimderbys einen kleinen zeitlichen Polster einzuplanen und sich früh genug die Tickets zu sichern, teilten die Juniors in einer Aussendung mit. Die Gastgeber verteidigten sich mit dem Argument, Blau-Weiß habe ein Angebot im Vorverkauf 250 Tickets selbstständig an die eigene Anhängerschaft zu vermitteln, ausgeschlagen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Gastvereins, sagte Clubmanager Klaus Aumeier. Wir haben das mit unseren Fanvertretern besprochen, haben dem LASK aber mitgeteilt, dass sich die Fans die Karten am Spieltag kaufen wollen. Blau-Weiß Linz verliert bei den Juniors, Tabelle der 2. Liga-Werbung.